Heute Morgen trafen unsere letzten Auslandsgäste ein. Von den 150 Jungen und Mädchen, die diesen Sommer an den internationalen Arbeitslagern in Bremen teilnehmen, stammen über die Hälfte aus Frankreich und Dänemark, aus Holland, England, den USA, ja sogar aus Australien. Wir deutschen Lagerteilnehmer sind in der Mehrzahl Bremer, denn ähnliche Arbeitsgemeinschaften wie die unsrige gibt es auch anderswo in Deutschland. Der Arbeitskreis für internationale Begegnung hat uns ausgesucht. Mit den letzten Ankömmlingen fuhren auch wir Bremer nach den Herbergen. Obwohl wir uns alle noch fremd waren, sah man nur erwartungsvolle und fröhliche Gesichter, als sich unsere Autobusse nach den Lagern Huchting, Blumenthal und Wehrschloss in Bewegung setzten. Ich selbst kam nach Wehrschloss. Unser Empfang im Wehrschloss war überaus herzlich. Wir wurden auf den Innenhof geführt und dort auf die Schlafsäle verteilt. Die Jungen nach links, die Mädchen nach rechts. Ich glaube, unsere rundliche Herbergsmutter war die Einzige, die sich bei unserer Ankunft nicht ein bisschen scheu und ungeschickt benahm. Sie und ihr Mann, unser Herbergsvater. Das drollige Paar hat schon viele Gruppen wie die unsrige betreut. So fühlten sich Eva und ich sofort wie zu Hause, als wir den Schlafsaal betraten. Obwohl die Herberge überfüllt ist, nächtigen auch wir Mädchen und Jungen aus Bremen im Lager. Sonst wäre wohl auch die Bildung einer echten Gemeinschaft zwischen uns Deutschen und den Vertretern der ausländischen Jugend, wie sie uns vorschwebt, kaum möglich. Vor dem Mittagessen musste Eva Küchendienst machen. Jeder Junge und jedes Mädchen im Lager hat 2 Tage den Koch bei der Arbeit zu helfen. Unsere Verpflegung wird uns von überall her zugeschickt. Die Dänen zum Beispiel kommen für die Unkosten der dänischen Teilnehmer auf, indem sie uns alle mit Butter, Milch und Käse versorgen. Übrigens lernte ich bei Tisch einen jungen Franzosen kennen. Pierre Molland. Ich heiße Vera Holt. Est-ce que tu parles français? Nein. Sprichst du nicht Deutsch? Un peu. Ein bisschen. Gibst du mir das Brot, bitte? Heute, einen Tag später, zeigten wir unseren ausländischen Freunden die Sehenswürdigkeiten Bremen. Als wir vor dem Rathaus und später vor dem Roland standen, wurde mir zum ersten Mal klar, was es bedeutet, dass unsere Stadtregierung trotz der schwierigen Zeit das Geld für unsere Lagergemeinschaften bewilligt hat. Die Jungen freilich interessierten sich am meisten für die Automobilfabrik, Bremens größtes Industriewerk. Nach dem ohrenbetäubenden Lärm in den Werkhallen schenkte uns eine Hafenrundfahrt Stunden der Erholung. Bill, der jetzt schon das dritte Jahr aus den USA zu uns herübergekommen ist, sorgte dafür, dass es recht lustig zuging. Abends waren die Teilnehmer aller 3 Lager von der Bremer Regierung zu einem Empfang im großen Rathaussaal eingeladen. Eva und ich sahen unsere Freundin Ruth wieder, die in Huchting untergebracht ist. Bürgermeister Kaisen hieß uns in einer kurzen Rede: Recht herzlich willkommen. Ich hoffe, dass ihr das Ziel, das ihr euch mit der Errichtung der internationalen Arbeitslager gestellt habt, erreicht. Ich hoffe, dass ihr dazu beitragt, die Brücke zwischen den Völkern zu verstärken, die ein Leben in Frieden und Freiheit wünschen. Mögen euch die kommenden Wochen auf dem Weg zu diesem Ziel einen Schritt weiterbringen, durch gemeinsame Erholung und durch gemeinsame geistige und körperliche Arbeit. Wir lernen jetzt, was Arbeiten eigentlich heißt. Diesen Montag begannen wir Wehrschlössler unseren Plan auszuführen. Wir wollen einen Spielplatz für die Kinder von Sebaldsbrück bauen,
einer Siedlung am Rande Bremens. Unsere Arbeitszeit fängt gleich nach dem Frühstück an um 8 Uhr und endet um 2, wenn wir Mittag machen. Am Nachmittag hatten wir eine Diskussion, bei der Martha die Frage anschnitt. Also Frank, du meinst, die internationale Arbeitslage vermögen keinen Einfluss auf die Politik ausüben. Zum Beispiel auf die Entscheidung über Krieg und Frieden. Nein, Madame. Politik wird von Politikern gemacht. Und ich glaube nicht, dass einer von uns jemals in eine politisch einflussreiche Stellung kommen wird. Oui, Captain Knight, ist richtig. Aber schließlich wählen wir doch die Politiker. But look, warum sitzen wir hier und zusammen hören Vorträge über die verschiedensten Probleme und diskutieren über sie, doch nur um unsere Urteilsfähigkeit zu stärken? Wir alle, die wir durch unsere Berufe auf die Jugend einwirken, können dann doch auch kritikfähige Wähler erziehen und so die Politik beeinflussen. Na, schreibt mir, wird das aber nicht sehr lange dauern. Haben Sie nicht auch noch mehrere Ziele? Schuhe an, Mann. Ich bin zum Beispiel als Schwede nach Deutschland gekommen, um meine Meinung zu prüfen. Ich glaube, wir gerade müssen einen gemeinsamen Weg finden auf diesem Problem. Das war es ja gerade, was uns bewog, mit unserer Lagerarbeit zu beginnen. Denn schließlich, wir können doch alle voneinander lernen. Ja, und das tägliche Zusammenleben, die gemeinsame Arbeit, die gemeinsame Erholung, wir schaffen ja nur die Atmosphäre für das offene Gespräch. Aber wir müssen uns der Gefahr bewusst sein, dass die Gespräche und die Diskussionen es allein nicht tun. Diesen Sonntag fand in Huchting ein Fußballspiel unserer Mannschaft gegen die Mannschaft des Lagers Blumenthal statt. Eva, Pierre, ich und noch ein paar Jungen und Mädchen beschlossen, auf unseren Rädern nach Huchting zu fahren. Bei dem Fußballspiel wurde bis zum Ende der zweiten Halbzeit hart gekämpft. Unsere Mannschaft siegte. 1-0. Auf dem Heimweg ging mein Rad entzwei. Pierre sagte, er brauchte nur 5 Minuten, um es zu reparieren. Als wir weiterfahren konnten, hatte sich der Himmel bezogen und später fing es an zu regnen. So lud ich Pierre auf eine Tasse Kaffee zu meinen Eltern ein. Ich sagte mir, es wäre dies eine Gelegenheit, ihm einmal einen Einblick in eine deutsche Häuslichkeit zu geben. Der Besuch war ein großer Erfolg. Pierre meint, er habe durch die eine Stunde, die er bei uns verbracht hat, mehr über Deutschland erfahren als durch viele Bücher. Aber wir mussten wieder ins Lager. An dem Ausdruck seiner Augen erkannte ich, dass auch er an seinen gefallenen Bruder dachte. Wir verstanden uns
ohne dass ein Wort zwischen uns fiel. Gestrigen Ausflug werde ich mich immer erinnern. Wie mir Ruth erzählte, haben sich unsere Freunde in Huchting vorgenommen, den Platz vor ihrer Herberge zu pflastern. Auch wissen sie eine Straße, aus der im Lager vorbeiführt. Ihre Arbeit soll gute Fortschritte machen. Wir haben nachmittags meistens frei. Heute war eine glühende Hitze. Und wir wollten nur das eine, baden. Abends habe ich Pierre im Schach geschlagen. Matt. Unser Spielplatz ist rechtzeitig fertig geworden. Wir haben heute Morgen 2 Stunden von unserem Schlaf geopfert, um die Arbeit zu schaffen. Es war ein drolliger Anblick, als die jüngsten Einwohner von Sebaldsbrück zu unserer kleinen Eröffnungsfeier kamen. Als Bürgermeister verkleidet, übergab ihnen Frank den Platz. Freiwilliger gemeinsame Arbeit haben wir, Teilnehmer der internationalen Lager in Bremen, diesen Kinderspielplatz hier geschaffen und wir wollen ihn nun den Bremer Kindern zur Benutzung übergeben. Also? Ja! Der Jubel und die Glückseligkeit der Kinder waren herzerfrischend. Schöner hätte unsere Mühe nicht belohnt werden können. Bald ist nun unsere Lagergemeinschaft zu Ende und das stimmt mich traurig. Am Nachmittag trafen wir uns mit den Teilnehmern der Lager Huchting und Blumenthal zu einem Abschiedsfest in der Meierei. Welch Unterschied gegenüber der Begrüßungsfeier im Rathaussaal vor 3 Wochen. Damals standen wir uns noch als Fremde gegenüber, hier die Deutschen, doch die ausländischen Jungen und Mädchen, und hatten nur unser ehrliches Wollen gemeinsam. Heute sind wir alle miteinander gute Freunde geworden und hoffentlich für immer. Der letzte Tag. Der Abschied von Mutzen fiel mir bitter schwer. Aber Pierre versprach mir zu schreiben. Und heute kam dein erster Brief. Es heißt darin, ich kam mit vielen Vorurteilen nach Bremen und erkannte, dass die Menschen überall gut sein können. Wenn die Jugend der ganzen Welt diese Erfahrung machen könnte, stell dir vor, Vera, was das bedeuten würde.